Also wir sind ja jetzt, wie viele Tage sind wir jetzt hier? Ungefähr 4 Wochen. Ja, wir sind jetzt seit 4 Wochen sind wir hier und haben halt hier so eine kleine Geschichte, über die wir recht stolz sind, weil wir wollten ja immer mal in die Innenstadt gehen. Und ja, dann sind wir wenigstens in der Innenstadt, also vom Osten hierher gezogen. Ich glaube, es ist eine ganz gelungene Geschichte, die sehr von den Kunden auch angenommen wird. Und ich bin einfach wahnsinnig dankbar, dass wir hier mit Beck zusammenarbeiten können, weil ich immer schon eine ganz große Liebe zu dem Kaufhaus habe und es auch wunderbar finde, dass sowas in München da ist. Was gibt es jetzt hier? Wie bitte? Was gibt es jetzt hier? Hier speziell gibt es, also wir haben jetzt hier Sandwiches, dann haben wir ein warmes Tagesgericht, und dann haben wir verschiedene Tarts und dann natürlich was ganz Tolles, unsere ganze Brotauswahl, die wir auch im Stammhaus haben. Und es funktioniert auch sehr, sehr gut. Ja, und jeden Tag irgendwelche neuen Dinge. Also das ist für uns recht praktisch, weil wir das halt auch aus dem Stammhaus immer wieder hertun können, zweimal beliefern können am Tag und dadurch auch wirklich super schöne frische Dinge da haben. Den Kulissen passiert, ist ja oft mindestens genauso wichtig, wie was vorne passiert. Und da sieht man auch, wie viel Herzblut bei euch drin steckt, bei uns drin steckt. Und nicht nur, dass wir euch, glaube ich, gut aufgenommen habt, sondern ihr habt euch auch ganz toll hier unseren Mitarbeitern eigentlich vorgestellt. Und zwar hat Käfer, bevor es hier losging, für unsere ganzen Mitarbeiter sich persönlich schon vorgestellt und hat eigentlich alle eingeladen, um wirklich ein familiäres Gefühl hier und den Mitarbeitern zu geben, dass es ein Teil der Familie ist. Und ja, sind alle begeistert. Wir haben ja knapp 500 Mitarbeiter hier im Haus und die sind eigentlich alle jetzt schon ein bisschen angefixt und ein bisschen Käfer. Und ja, das ist wirklich eine Traumkombination, ein Traumpaar, und die Kunden, die spüren sowas. Und dann merkt man, dass Individualität und persönliche Unternehmen, dass das einfach einen wahnsinnig guten Stellenwert hat. Und da sind wir stolz, dass in München das immer noch so stark vertreten ist.